zur Schichteinteilung kommen. Es ist mir eine Ehre, dich für deine jüngsten Leistungen zum Brandmeister zu befördern. Dich teile ich heute als Fahrer auf dem TLF Florian 3 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Hallo, herzlich willkommen zu ich habe schon wieder, ich krieg das mit den Spielen nicht geregelt. Es ist zumindest Feuerwehr, die Simulation 2014. Jetzt. Wir sind Florian TLF 3, meine Maus ist irgendwie viel zu schnell. Ich bin wieder zurück. Mal gucken, ob es jetzt wieder... ich spiele ja nicht Armer. Mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Ich kämpfe noch mit Immersion C4, dass da wieder irgendwas funktioniert. Naja, also... sehr vielversprechend hier. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch... Feuerwehr, die Simulation haben wir bald durch. Habe ich gerade geguckt, es kommt bald der finale Einsatz. Und ja, danach werden wir wahrscheinlich auf Arma 3 umsteigen oder auf Feuerwehr, die Simulation am Flughafen, also Flughafen-Feuerwehr-Simulator. Nee, warum gibt er mir die Axt? Ich habe doch... Spiel mobbt mich. So, Blaulicht funktioniert jetzt auch wieder. Was sagt denn der Hallo. Tank? Beide Tanke voll. Morgen. Wie geht's? So, machen wir ein bisschen Musik an. Entschuldige. Wie geht's? Entschuldige. Wo war denn unser Büro? Einfach die ganze Stadt mit Kameras eingezapft haben und einfach alle überwachen. Hallo. Einsatzbefehl für Florian 3. Aus Lissabon kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Es ist ein Feuer ausgebrochen und Öl ausgelaufen. Begib dich bitte umgehend dorthin. Lösche den Brand und nimm das Öl mit dem Bindemittel auf. Viel Glück. Florian 3 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Huch. Erstmal wieder in die Lenkung gewöhnen und gucken, wen ich hier jetzt Beifahrer habe. So, wollen wir mal. Meine Güte, hast du den Wagen gesehen? Wer hat denn sich diese Lackierung ausgesucht? Oh Gott, ich hab wieder ihn. Hi,
Hast du eigentlich mitbekommen, was der Börse wieder für ein Mist gemacht hat? Standen die Tage mit dem an der Kasse, da hingen diese völlig groß erworbenen Zauberwürfel. Naja, was soll ich sagen? Er nimmt es sich einen aus dem Regal, schaut ihn sich an und rafft absolut nicht, wo der Witz dabei ist. Dann fragt er die Kassiererin noch ernsthaft, was diese Würfel sollen. Die Gute hat sich echt nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Ich glaube, ich brauche kein Let's Play hier zu machen. Das macht mein Beifahrer heute. So. Und jetzt streckt auch noch die Musik. Hab ich sie? Nee, da ist er. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Mhm, ich weiß. Hab ich auch gemacht. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Das mit den Einbrechern die Tage mitbekommen und die Polizei nicht fassen konnte? Der war laut Presse wohl an die Aft beschichtet. So. Hier ist das Feuer auch gleich aus. Na, wo kuckelt's noch? Ah, das Feuer wurde jetzt erfolgreich bekämpft. Okay, gut. Hat keine Message, weil ich noch im Auto saß. Komisch. Und da war der Besen. Und da war das Bindemittel. So, dann wollen wir mal Feuer löschen. Öl binden. Fest. Ja, worüber könnte man denn mal heute Schönes reden? Ja, dass ich in Zelle war, habt ihr sicherlich mitbekommen, wer mein Video geguckt hat. Ich bin wieder zurück. Gestern war ich leider mit Wettkämpfen beschäftigt, sonst hätte ich da schon versucht, aber schon C4 aufzunehmen. Wenn es gut läuft, werde ich heute Abend mit Felix immer schon C4 aufnehmen, der ist nämlich auf der Arbeit. Und dann sehen wir mal weiter. Florian 3 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Aber gebe die Einsatzstelle an die Polizei. Du, wie fahren wir denn jetzt am pfiffigsten weg? So, ja, ich habe mir mal gedacht, das war mal so nebenbei während eines Spieles, dass ihr mir mal heute unter das Video drunter schreibt. Ich will ja keine Werbung machen, aber schau doch mal auf den Kanal von Sachsen Let's Player vorbei. Dort erzähle ich dir auch gerne, was ich eigentlich von diesem Spiel hier halte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Fragen an mich oder Felix habt, direkt. Und wenn wir dann nachher oder beim nächsten Mal wieder was zusammen spielen, dann werden wir diese Fragen mal ausarbeiten. Ja. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Schön. Toll. Wenn es gut läuft, werdet ihr mich nachher auch unter Facebook erreichen.
Huch. Wenn die am Steuer ungeheuer. Ja, yeah, ich merk's. Geradeaus? Ne, geradeaus musste ich. Tütüt. Heute kommen die Briten. Die Briten kommen. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich will ja keine Werbung machen, aber schau doch mal auf den Kanal von Sachsen-Anhalt vorbei. Dort erzähle ich dir auch gerne, was ich eigentlich finde. Was? Ich höre dich nicht, das Martinshorn ist so laut. Und dass mir keine Klagen kommen. Da soll es recht heiß hergehen. Florian 3 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich heiße im Übrigen Randy. Du darfst mich auch gerne NPC helfen. Okay, Randy, gib Ruhe. Du redest mir wirklich viel zu viel. Gott, ich habe noch keinen NPC gehabt, der so viel redet. LOL, Hilfe! Da ploppte dann auf einmal irgendwas auf, was da nicht hingehört. Meine Güte, was ist denn hier los? Noch eine Stunde schlafen. Das war jetzt gerade ein Praxisexperiment. Ich war jetzt gerade am Handy am Schreiben mit Felix. Und naja, ihr seht, was passiert. Deswegen kein Handy während des Autos. Während man Auto fährt. Ist keine schlechte Idee. Lass es am besten immer sein. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich könnte jetzt einen Kaffee vertragen. Ja, mir geht's gut. Und sonst so? Wir cruisen hier von einem Einsatz nach dem anderen, aber gut. Ich glaube, ich bin zu weit gefahren, aber okay. Oha. Ich könnte echt noch eine Stunde schlafen. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Auf eine Fußgängerzone. Bist du nicht für das nächste Fairground-Update als Statist angefragt worden? Ich habe es abgelehnt. Also was wird mir immer schlecht. Achso, ja, hier so. Gut. Da brennt doch noch was. Wo ist mein Feuerlöscher? Ach ja. Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und die Anlage wieder zurückgesetzt. Verstanden. Florian 3 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Mal kurz stehen. Melde den Einsatz hiermit ab. Denn ich will mal wissen, ob wir auch mal woanders hin alarmiert werden, wenn ich mal hier stehen bleibe, weil irgendwie habe ich keine Lust, permanent, wie heißt es, hier wieder herzufahren. So.
Ja, genau. Stellt mir heute mal unter die Kommentare Fragen, die ihr an mich und Felix habt. Und wenn es gut läuft, werden wir sie schon alle beantworten. Und ich sag's mal so, seid nicht schüchtern. So, irgendwie passiert jetzt nichts. Na? Kann das Spiel das nicht? Das finde ich jetzt aber interessant. Also wir bleiben jetzt bis 22 Uhr hier nochmal stehen und dann fahren wir wieder rüber. Ja, passiert nichts. Wieso denn das? Wir können ja mal Umfeldbeleuchtung einschalten, damit ihr mal seht, wie viel die nichts bringt. Die Idee, sowas einzufügen, ist total geil, aber dann sollte sie auch was machen. So. B. Naja, fahren wir mal zurück. Einsatzbefehl für Florian 3. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Hm? Da eben noch Zombies? Jetzt sitze ich ja vor eurer Einsatzkarte. So kümmere dich unverzüglich darum. Viel Glück. Florian 3 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Fahren wir ins Gewerbegebiet, kann ich auch mitleben. Ich habe letzte Nacht vielleicht einen Schwachsinn geträumt. Ich komme auf die Wache, mache meinen Spind auf. Darin steht ein Besen mit riesigen Augen. Okay, ihr mal mit eurem Besen und riesigen Augen. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug an. Ich habe keinen getroffen. Bei dieser Dämmerung hier sieht man sehr viel.
Schutzgerät, Axt. Die drei A's, Atemschutzgerät, Axt und Auto. Haben wir sie jetzt? Florian 3 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Man sollte nächstes Mal gleich gucken, ob es nicht drinnen brennt, aber gut. Da! So, dann haben wir noch. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir noch eine Axt und ein Atemschutzgerät. So, dann cruisen wir mal zurück zur Wache. Ich möchte an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen, um meine Let's Play-Kollegen zu grüßen. Ihr spielt und ich fahre live mit. Ja? Das stimmt. Wir spielen und er sitzt neben uns und labert uns den Kantanz auf. Das ist ja wohl ein Traum. Schon wieder zu blöd zum Auto fahren. Es ist aber auch so blöd dunkel und in meinem Zimmer ist es so hin und man sieht einfach gar nichts. So, ich hoffe, es kommt bald nur Notruf 112 raus, nämlich das, was ich gesehen habe. Das ist der reine Wahnsinn. Übrigens, ich habe ein Stellenangebot von der hiesigen Flughafenfeuerwehr bekommen. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht ab dem nächsten Spiel hin dort wechseln soll. Kurve gekriegt. Wett für ein Glück. So. Noch 5 Stunden, dann das Schichtende. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich möchte an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen, um meine Let's Play-Kollegen zu grüßen. Ihr spielt und ich fahre live mit. Einsatzbefehl für Florian 3. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Es ist ein Feuer ausgebrochen und Öl ausgelaufen. Begib dich bitte umgehend dorthin. Also, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich glaube, irgendwas mit Fraps hat sich aufgehängt. Dann hat die Aufnahme abgebrochen und naja, jetzt habe ich sie wieder gestartet, jetzt fehlen ein paar Sekunden, aber alles in Ordnung.
Muss ich gleich mal gucken, was ich da eingeschlagen habe. Hast du eigentlich schon das Drehbuch für den nächsten Spiel gelesen? Das hört sich wirklich gut an. Wenn ich zurzeit nicht in einen Retro-Game gebucht bin, bin ich gerne wieder dabei. Müssen wir ja einmal außen rumfahren. Ich möchte an dieser Stelle die Jungs vom Vertrieb und Marketing grüßen. Und natürlich auch meine Oma in Bielefeld. Vorsicht, Feuerwehr. Also Felix hat mir soeben geschrieben, dass er sein Haarlift kaputt gekriegt hat, wo er heute Gruppenführer drauf ist, denn das springt nicht mehr an, es stottert nur noch. Hast du das mit den Einbrechern die Tage mitbekommen, die die Polizei nicht fassen konnte? Ja, oh, war die Presse wohl an die Aft geschichtet. Das wird ja eine lustige Geschichte. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort Mann, ich sag's dir, da war ich gestern Abend mit meiner Freundin im Kino und wen treffe ich da? Meine Frau! Mann, hat ihr Bekleidungsstück angesehen. So, das Feuer ist gelöscht, jetzt Öl binden. Mit dem OBN, mit dem OBM. Wo ist denn hier Öl? Nehmen wir die Pfütze da. Also ihr könnt die Fragen auch auf Facebook unter Buckybash schreiben. Ja, so wie auf YouTube, so heiße ich auch auf Facebook. Und naja, mal gucken, was da so kommt. Wir schlafen heute in die Wolle zu machen. Staubsaugerbesen gefunden. Keine Ahnung. Vorwerk. Florian 3 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. So, hiermit haben wir es 8 Uhr. Es ist Zeit für den Feierabend. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber das Spiel hat sich schon wieder aufgehängt und Traps ist schon wieder abgestürzt und pff. Dann fahren wir erstmal zurück zur Wache und dann bringen wir das nach in aller Ruhe. Hast du eigentlich schon das Drehbuch zum nächsten Spiel gelesen? Das hört sich wirklich gut an. Wenn ich zurzeit nicht in einen Retro-Game gebucht bin, bin ich gerne wieder dabei. Thank you.
So. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Da jetzt schon 8 Uhr rum ist, werde ich wahrscheinlich gleich sofort zur Stempelo sprinten und fange schon mal an, mich hiermit zu verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare Fragen an mich oder Felix. Oder an beide. Keine Ahnung. Schreibt's in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da. Sagt's euren Freunden. Meine Güte, was ist denn hier los? Sagt es euren Freunden, genau, was ist denn hier los? Sagt's euren Freunden. Fraps hat sich schon wieder aufgehängt. Und wir sehen uns dann morgen, wenn es wieder heißt, Immersion C4, sofern ich es zum Laufen kriege. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und morgen. Bis zum nächsten Mal. Geh weg da! Geh weg! Ich muss durch dich durchstempeln, es tut mir leid. Pass doch auf, wo du hinläufst! Tschüss!